Das sollte funktionieren. Oh ja. Obwohl, hey. Ich glaube, da ging noch was. Moment, Moment, Moment. Hm, reicht. Selbst wenn. So, jetzt schütteln wir nochmal alles, was wir haben und... Ich denke, dann wird er auf uns aufmerksam. Oh yeah! Shake it, shake it, shake it! Da guckt wohl einer endlich hin. Muss ich aufs Maul fliegen? Oh, da wird er geil. Geht doch. Und tschüss. Ah, es hat gewirkt. Heute ist ein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Dann wollen wir mal gucken. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße ja, Paco. Genau. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber private. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. So klar, dass es funktioniert. Ich würde aber dann nein sagen. Zappeln. Oh, hier kommen wir wieder nicht durch. Ab nach oben. Gucken wir, dass wir den Typen irgendwie ausnocken. Wahrscheinlich will er uns noch killen oder sowas. Der ist ja komplett krank. Mit so einem Doktor da verkehrt. Mündlich. Nur mündlich. Obwohl sich das auch wieder komplett falsch anhört. Hat's irgendwas ich dabei, um ihn zu erledigen? Mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Wer weiß. Schauen wir mal. So, willkommen in meinem Reich. Man hört ja gar nichts von der Disco. Ich nehme die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. Da ist die Waffe drin. So. Zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Ah, klasse. Wie wär's mit einem Drink? Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink? Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Okay, das hat nicht geklappt. Gehen will ich aber auch nicht. Wir sollten reden. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Wir haben keine andere Wahl. Einzige Option ist gehen. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles.
Was für ein Bastard. Jetzt haben wir wohl keine andere Wahl. Und fangen wir an. Fangen wir oben an. Holy shit. Oh, yeah. Ekellampe-Idee. Überleg dir was. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Steck ihm deinen Arsch ins Gesicht und nimm die Waffe. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Müssen langsam die Hüften schwingen, okay. Au. Get down. Baby Süße, du hast hier... Bam! Fuck yeah! So ist gut. Das hat echt gesessen. Gut gemacht. Daumen hoch. Jetzt bringen wir ihn zum Reden. So, Akt 2. Loverboy packt aus. Mein Gott, Madison ist gut. Wir sollten uns erstmal ein bisschen umgucken, bevor wir einen Nocken weg kann, nicht. Dem Samurai-Schwert so ein bisschen so in die Wampe pieksen oder so. Können wir so einen Fisch rausnehmen, knallen wir mit dem Fisch ein. Mein Gott, geh da rum! Die Waffe ist sogar in der Hand. Perfekt. Nix. Okay, klatschen wir ihm ein. Mario, wach auf. Immer noch nix. Ey. Der hat gesessen. Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, was. Ach, er ist das. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oh, der will wohl eine geknallt kriegen. Wir können die Waffe nehmen. Wir können ihm eine nocken. Was macht denn diese Aktion? Oh, das ist die Faust. Auf die Stirn, aber Stirn ist hart. Nicht schlecht für eine Chica. Aber du hast nur meine Gefühle verletzt, Herzchen. Ich weiß, ich will nur alle möglichen Optionen durchgehen. Ich nehme gleich die Waffe. Erstmal kriegst du noch so ein. Ho! Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Okay, es war ein Versuch wert. Oh, schlau. Ich glaube, der Typ kann gleich nie mehr. Der kann wirklich nie mehr. Gut gemacht. Wo ist der erstaunt? Der ist platt. Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Jetzt geht's los. Oh! Nein, hör auf! Au! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Boah, die ist echt verzweifelt. Machen wir doch mal. Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Rede. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Oh, dieser Schwert. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. Aber John Shepard ist tot. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Doch, irgendwie einen Namen angenommen. Los. Man sieht sich, Loverboy. Tja, das war easy. Aber wir sollten schleunigst hier raus, bevor er sich befreien kann. Jetzt hätte er nur ausnocken sollen. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Das glaube ich bei der komischen Musik und dem ekligen Typen. Los, weg hier. Oh, die geht aber ziemlich langsam. Oh, der ist am Zappeln.
Ab zum Ausgang, wir haben alles. Aber Madison macht von nichts mehr halt. Nichts. Schön, dass die Ethan hilft. Einfach so. Und tschüss. Perfekt. Wir hätten auch die Tür aufmachen können, aber dann hätten wir, glaube ich, keinen Namen bekommen. John Shepard. Huh. Also hat der Origami-Killer doch den Namen angenommen. Wie Susan es gesagt hat. Oh, er ist auch in dem Club. Ich suche Paco. Paco? Hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich. Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Da, die Treppe hoch. Hey, wenn er nach Madison reingekommen ist, dann kann er wahrscheinlich noch am Stuhl gefesselt sein. Okay, er ist befreit worden. Oh mein Gott, mit wem redet der da? So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Oh Gott, der kann sein, dass er den erledigt, weil er Angst hat, dass er redet. Ist auch egal. Können wir es verhindern? Aber schnell da hoch. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Er hat einen Hut an, man sieht kein Gesicht, aber er ist ein bisschen stabiler gebaut, oder? Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hä? Huh? Das hättest du nicht sagen können, du Vollidiot. Ich wusste es. Der wird den abknallen. Nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein. Nein, nicht schießen. Oh, shit. Er hat ihn abgeknallt, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich gespannt. Fuck it, wir geben ihm keine Zeit, tritt die Tür ein. Ich hab den Schuss durch die laute Musik noch nicht mal gehört. Ja, der ist tot. Wunderbaren Schuss in den Kopf. Schnell die Brille aufsetzen. Fuck, wo kommt der denn her? Ich krieg dich, du Sau. Das ist der Killer. Okay, der ist nicht wirklich so dick gebaut. Könnte auch ein anderer sein. Okay. Komm schon, mach ihn fertig vom Mad Jack. Hast du dich nicht verprügeln lassen, dann von ihm auch nicht. Wow. Scheiß Schwert. Oh, fuck. Hat noch fast Paco getroffen. Keine Angst. Nur Konzentration, nimm die Flasche. Boah. Der macht dich vor gar nichts halt. Au. Knall ihn einem mit dem Fisch. Oder eine Glasscherbe. Nie im Leben lasse ich dich gehen. Der hat ihn ausgenockt. Komm schon, wir waren so nah dran. Lass sie davon nicht unterkriegen. Kann sein, dass er hochgegangen ist. Aber in der Menschenmasse verschwindet man schnell. God fucking damn it, wir waren so nah dran. Kannte Paco die Typen, die ihn besucht hat? Sorry, aber auf dem Ohr bin ich taub. Hören Sie zu, Arschloch, denn ich habe verdammt nochmal keine Zeit zum Übersetzen. Kannte Paco den Typ? Ja oder nein? John. Er sagte, er heißt John. Kommen Sie immer gleich hoch.
konnte immer gleich hoch.